Hallo Leute, wir sind wieder hier in Astronier und da ist der Kern und meine Idee ist jetzt hier oben noch mal zu gucken, was da ist, weil da sind so ein paar andere Symbole. Vielleicht fahre ich mein Auto mal näher ran, dann könnte ich vielleicht auch Luft kriegen, wenn ich noch da drauf bin, weil das ist ein Problem gewesen, ne? Irgendwie noch anders zu bauen ist, damit man da so einen Automatikplanierer hat sozusagen. Und was ist hier jetzt? Nix. Okay, dann kriege ich hier Sauerstoff. Muss ich das hier freilegen und kann da noch was tun oder nicht? Ich weiß nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie es weitergehen kann, aber. Aha, jetzt habe ich es geschafft, aus diesem Energiefeld rauszukommen. Das Problem ist, dass ich jetzt zu meinem Auto nicht so richtig hinkomme, oder? Ich bin wieder in das Feld reingelaufen, das möchte ich ja eigentlich nicht, ne? Eigentlich möchte ich hier irgendwie mal was bauen, dass ich da hochkomme zu meinem Auto dann, ne? Das wäre nämlich schon wichtig, ne? Schutt. Mittelgroßer Generator. Für den braucht man Kohlenstoff wahrscheinlich, ne? Ja, so ist das jetzt, ne? Aber was kann ich mit diesem Kern machen? Keine Ahnung. Ja, da kann man wunderbar so rumlaufen. Es ist nur die Frage, ob ich den nach da unten mal aushöhle und gucke, was da unten ist. Luft auffüllen und dann gehen wir buddeln. Energie weg. Hoch zum Auto. Ob wir das andere Ende hier finden. Okay, das sieht schon krass aus. Schauen wir mal. Wieder Strom auftanken und dann nach unten gucken gehen, oder? Aber ich denke, das machen wir in der nächsten Folge. Schaut's nächste Projekt und bis dann.
So, unser Zug steht hier bei Kaluga. Wir sollen das Dorf entdecken, beziehungsweise schauen. Da muss es wohl einen Händler geben, wie man hier an der Waage sieht. Und deswegen werden wir da jetzt mal aussteigen, ne? So, ich weiß es nicht, wie es ist, aber wir haben ja jetzt drei Leute dabei. Ich würde gucken, dass wir die mal da hinschicken und gucken, was die so machen können. Ich könnte natürlich mal schauen. Ah, jetzt ist es wahrscheinlich zu spät. Ich habe den Trupp schon ausgewählt. Dann lass die Zeit mal vorlaufen. Gehalter Soldat, okay. Einkaufstour, weiter. Alter Mann, seid gegrüßt, Soldaten. Was führt euch in diese Zeit in der Not? Also jetzt kann ich hier den Händler auswählen, wahrscheinlich. Genau so ist es. Treibstoff haben wir, Holz haben wir, Stoff haben wir und Kräuter haben wir hier. Also das brauchen wir alles selber. So, was können wir abgeben? Gulasch, gebratenes Fleisch, Fisch, Verbrauchsobjekte. Also Essen würde ich jetzt nicht abgeben wollen, ne? Zigaretten wären ein Tauschobjekt, was er nehmen würde, ne? Haben wir 42. Da würde ich auf jeden Fall was mitnehmen wollen. Aber das ist ziemlich viel. So viel wollen wir dann nicht. 22 würde ich nehmen. Dann haben wir eine runde Summe wieder. Ich habe keinen blassen Schimmer, ob das gut oder schlecht ist, dass ich das einkaufe oder nicht einkaufe. So, dafür brauchen wir 2220. Ist schwer, was jetzt abzugeben. Was waren der Apfelkuchen hier? 5 Stück. Achso, die Gesamtsumme hier ist 950. Okay, dann bedeutet das, wir müssen verdammt viel davon abgeben. Hier haben wir noch Schießpulver und sowas. Das habe ich ja eben gar nicht gesehen. Das bringt 18. Naja. Das kaufe ich aber alles gerade ein. Nahrung ist hier. Ach so, das hier. Okay. Das ist die normale Nahrung. Und das hier ist was Besonderes. Das erhöht dann die Moral. Okay, wir haben da oben also auch noch Essen. Das bedeutet, wir gucken mal. Ja, Zigaretten. Gib mal eine Kippe raus. Das würde ich auf jeden Fall nicht machen. Aufputschmittel. Wodka. Jetzt müsste ich noch ein Tausender rausgeben. Vierhundert noch. Jetzt geht hier noch so eine Granate raus oder sowas. 200. Hätte ich 5 über. Komm, das machen wir. Handel zurücksetzen, wo kann ich ihn abschließen? Handel akzeptieren, da. Ja, komm, zack. Dann holen wir die zurück, oder? Hier haben wir noch einen müde und einen erschöpften, einen erschütterten Soldaten. Müssen wir mal gucken, wie wir da klarkommen, ne? Warte mal, der sagt dann, hier. Kann man hier noch was untersuchen? Nicht wirklich, ne? Ja, dann können wir nur mit der Lok weiterfahren, ne? Ich weiß gar nicht, ob es sinnig ist, nachts weiterzufahren oder nicht, ne? Hier sind noch weitere Dörfer oder so. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal hier einen Cut.
schaut die nächste Folge weiter und das nächste Projekt natürlich auch. Die brauchen 20, die Schleusen, okay. Oder das ist ein Deich, ne? Das andere ist ein Damm. Ne, das ist der Damm und das ist der Deich, okay. Da wird Nachtschicht gemacht. Ja, da muss noch einiges an Holz ran. Ja, der Eichenwald ist aber fertig. Wir haben viel Holz. So, noch 4 Stück und dann haben wir es. Der Hobrige. Der so. Und der so. Und der machen wir erstmal eine niedrige Prio. Noch einen Tag, ich glaube, das wird nicht fertig. Leider. Aber wir sollten trotzdem mit dem Wasser hinkommen. Na, da ist noch ein Fass nicht voll. So, Dürre hat begonnen. Jetzt wird auf jeden Fall das fertig gebaut. Hier überschwemmt es ein bisschen. Oh, Prio setzen. 3 Holz. Die Dürre ist ja schon da, das heißt, das Wasser wird irgendwo hier gleich verschwinden. Wir werden es nicht auffangen. Da oben kommt es weg. Wo fließt es hier rum? Okay, dann fließt es da lang. Kommt hier auch runter, okay. Okay, der baut. Was? Und hier nochmal schnell eine Prio hin, aber jetzt ist gerade das Wasser weg. Jetzt ist gerade das Wasser weg. Aber das ist nicht ganz so schlimm, weil wir haben erstmal genug. 5 Tage Dürre sollte eigentlich kein Problem sein. Töpfe sind alle voll, bis auf der da, aber wir haben hier noch genug Wasser drin. Sieht erstmal gut aus. So, der Damm wird hier fertig gebaut, das passt auch. Geht ein in 14,2 Tagen. Okay, das heißt, das wird hier die Dürre überleben erstmal. Ja. So eine Birke geht in 10 Tagen ein. So eine Kiefer geht auch in 10 Tagen ein. Das heißt, die überleben so eine Dürre sogar. Und das hier geht in 6 Tagen ein, aber dann ist das Wasser wieder da. Das heißt, das funktioniert auch. Gut, hier haben wir das Wasser noch drin, das passt. Oh, das Rad ist sogar fertig schon. Dreht sich gerade nur nicht. Noch 3,5 Tage Dürre. Ja, hier oben müssen wir mal schauen, ob man hier nicht irgendwie was reingraben kann oder hier. Und dass man das Wasser dann hier staut und dadurch das bewässert da. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen, weil auf Dauer, obwohl, wenn der Damm so hoch ist, dass das hier stehen bleibt, dann würde das ja auch bewässert sein. Müssen wir mal schauen. Staut Wasser bis zu einer einstellbaren Höhe. Das ist vielleicht nicht schlecht, ne? Wie viele Forschungspunkte haben wir denn? 570, das heißt, wir können die mal freimachen. Ja. Weil dann können wir die Höhe variieren. Sprengstofffabrik. Erdbagger. Ah, das könnte sein, dass wir damit die Erdbewegung machen, ne? Schlepperposten. Ah, das ist nur für Transportleute dann, ne? Ja, da müssen wir mal gucken. Vielleicht sollen wir die mal irgendwo hinbauen. Wie Punkte haben wir denn noch? 421. Komm, wir machen mal eine Mini-Hütte, die schalten wir mal schon mal frei. Effizientes Bauen. Das wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Das haben wir noch gar nicht, ne? Sowas, oder? Dann wird das effektiver, ne? So verstehe ich das jedenfalls. Das ist das aquatische Bauernhaus, das wir für die anderen Sachen noch nicht haben. Ah, hier können wir Kartoffeln weiter verfeinern, oder? Eine Kartoffel wird zu 4 Kartoffeln. Oh, das ist aber gut. Okay, das kommt dann auch hier hin. Das aquarische Bauernhaus. Aquatische Bauernhaus. Okay, wenn ich das hier hin... Ah, da sehe ich schon den Bereich, wo das ist. Also es wäre dann sinnigerweise vielleicht hier unten hinzusetzen. Ist jetzt noch nicht unser Ding. Windkraft könnte man mal drüber nachdenken. Wir schauen mal weiter, aber vielleicht sollten wir mal ein bisschen mehr in die Forschung investieren. Sternwarte. Oh, da brauchen wir 1000 Punkte. Die müssen wir erst sparen dann. Ja, neue Aufgabe haben wir. Zu wenig Angestellte, gehe zur Sushi-Bar, ne? Das heißt, wir müssen erstmal schauen, dass wir zu
Branko kommen. Eine Schelte von Joshi. Besonderer Gast. Manchmal haben besondere Gäste mit einem gewissen Vorgeschmack von der Sushi-Bar und kommen zu Besuch. Erlerne beim forschen Gericht, die sich die Gäste wünschen, und so wie sie ihn. Gut, dann müssen wir jetzt den Fisch holen, den Haifisch. Oh, Forschung. Da habe ich jetzt gerade was überklickt wahrscheinlich. Aber das ist hier, das müssen wir forschen. Flammes Handwerk wird für Forschung bei Speisen verwendet. Forschung abgeschlossen, ne? Sehen wir die Werte. Keine Inspiration mehr möglich. So, jetzt können wir die Bar öffnen. Bringt uns ja eigentlich nichts, weil wir, also die können wir nicht bedienen, aber wir müssen trotzdem die Bar öffnen, weil wir glaube sowieso nichts mehr machen können, ne? Es gibt keine Gerichte auf der Speisekarte. Oh, ich glaube, wir haben was falsch gemacht. Können wir da noch schnell hin? Ich glaube nicht, ne? Komm, veredeln wir schnell. Ich hoffe, das klappt noch, weil ich die Speisekarte verpennt habe, ne? 15 Essen machen wir. Ja, er ist, oder sie ist schon ein bisschen am Weinen gewesen. Schon um, okay. Geschlossen. Ich dachte, wir müssten noch ein bisschen Wasabi machen. Ja, das war jetzt nicht so dolle, ne? Fünf Flammen des Handwerks. Okay. Nettogewinn nur 51. Hätten wir ein bisschen mehr verkaufen können, ne? Wer kommt denn diesmal? Ein Radar entwickeln, um Welle zu verfolgen. Okay, irgendwas sollen wir da machen? Wieder eine Aufgabe. Aber wir müssen sowieso im Weapon-Shop. Die müssen wir herstellen hier, ne? Damit ich den Haifisch töten kann.
So, jetzt haben wir eine Pistole da unten. Habe ich die jetzt schon oder muss ich die noch irgendwie? Jetzt bin ich mit drei. Ich muss noch orangefarbene Seesterne haben, um die herzustellen, wahrscheinlich, okay. Ich weiß nicht, ob irgendwo mal ein Stuhl fertig ist, ne? Sieht man so schlecht. Ja, ich denke mal, wir brauchen noch eine zweite Schreinerei dann, oder? Stühle. Kann man hier irgendwas sehen? Ich glaube nicht, ne? Produktion einer. Okay, doch, da sieht man was. Oh, hier am Ende stehen drei. Haben wir schon drei Möbel mal produziert? Kann das sein? Aber das ist zu wenig. Wir müssen definitiv hier mehr machen. Ja, komm, dann machen wir es anders. Zimmermann. Der Raum ist zu groß. Wir können es aber auch so machen, dass wir vielleicht den Raum hier verkleinern. Nee, das war vergrößern. Ich wollte verkleinern. Nehmen wir noch eine Reihe weg. Jetzt würde er dann noch einstürzen. Mach das nochmal weg. Mach mal nur so groß, dann stürzt das nicht ein. Und fertig bauen. Ist noch kein Stuhl im Lager, ne? Hausmeister sind die immer noch am Straße bauen. Ah, guck mal, wie schön die Straße gebaut ist. So richtig schön gerade, ne? Macht der Marktplatz. 30 Fleisch, 19 da. Sieht erstmal gut aus. Ich glaube, wir müssen uns um Baumwolle kümmern, dass die demnächst beim Winter nicht mehr frieren oder so. Ah, guck mal, die Straße wird hier auch weitergebaut. Na dann. Wird alles schick, ne? Ja, nachdem die hier alles schick machen, müssen wir jetzt mal gucken, dass wir hier vielleicht einen Stadtschreier zum Beispiel kriegen und irgendwie Forschung, weiß ich auch noch nicht, wie das geht. Da müssen wir uns auch noch mal dran machen, ne? Da müssen wir mal jetzt in dieser Folge gucken, was wir da machen können. Also erstmal brauchen wir vielleicht den Stadtschreier, weil der war ja. Hier ist Labor. Aber ich weiß nicht, was die Grundvoraussetzung benötigt. Stufe A, wir müssen da aufsteigen, damit wir. Okay, das heißt, wir müssen bestimmt mit der Stadt wachsen. Stufe E mehr brauchen wir. Unterhaltung hier, die brauchen Unterhaltung. Marktschreier. Würde ich jetzt tatsächlich hierhin machen wollen. Steine werden da gebraucht. Und wie weit sind die unten mit der zweiten Zimmerei? Die sind noch am Arbeiten. Passt. Und letztes Mal haben wir geguckt, dass die Stühle fertig werden. Da haben wir immer noch keinen, ne? Ja, dafür machen wir aber hier den zweiten. Ich glaube, wir gehen mal auf Stufe 2. So, der Marktschreier ist da. Okay, das ist aber jetzt nicht das, was ich wollte. Ich wollte eigentlich den Stadtschreier hier haben. Sortiert Name, Liter nichts, Sperrigkeit anzeigen 1,1. Dienstleistung 48 von 50, okay. Das kann einer hier rumschreien. Ja, das ist ja zur Belustigung, das ist ja schon mal gut, ne? Die produzieren 2,26. Oh, da ist einer fertig geworden, aber hier sehe ich noch keinen. Hier unten geht es auch nicht weiter, oder? Doch, einer baut da. Wir haben 17 Leute. Wie sieht es denn da überhaupt aus? Bevölkerung. Loyal sind sie, zufrieden sind sie eigentlich auch, ne? Bevölkerung könnte noch mal wachsen hier. Regierung. Statistiken zu Gesetzen. Gibt es denn da was für die Regierung zu machen? Das sieht hier danach aus, ne? Ne, haben wir noch nichts. Gesetze haben wir noch nicht. Fortpflanzen, das ist alles noch nicht. Lagerhaus und Transport haben wir. Wasser? Ne.